Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Farmexperten. Ich freue mich, dass auch du wieder dabei bist. Ja, wir sind hier so ein bisschen am Häckseln jetzt gerade. Was mich gerade so ein bisschen traurig an den Bausi erinnert. Ich habe den Bausi ja ein bisschen versucht, das Baggern aufzulockern, indem ich da ein bisschen was anderes erzählt habe. Da waren die Leute stinksauer und haben gesagt, ey, Gardarol, du sollst nicht über das Spiel sprechen. Deswegen werde ich das jetzt in dieser Folge explizit tun. Es gab ja auch dann das Zuschauerhäckseln auf der Two Rivers Map. Da müssen wir auch mal wieder hin. Dafür habe ich ja extra auch hier mein Setup so angepasst. Und ich bin hier beim Häckseln falsch gefahren. Ihr habt das vielleicht schon gesehen. Ich versuche das jetzt mal halbwegs wieder gerade zu biegen. Ja, aber dieses Garda tut dies nicht, macht das, ist echt anstrengend. Ich wollte ja immer noch ein Format machen, sag ich mal, ein Talk-Format. Geredet, gemeint oder irgendwie sowas. Weil G-Talk, was auch vorgeschlagen wurde, passt halt nicht, ne? Oder G lässt einen fahren. Hä? Aber ich habe mir immer noch nicht... Also, es gab schon so viele Namensvorschläge, aber irgendwie... Ah, das passt mir alles noch nicht so ganz. Gesprochen, geredet, getalkt, getalkt wäre halt eigentlich lustig. Weil das Wort gibt es so nicht. Das ist ja ein englisches Wort. Und talked wäre T-A-L-K-E-D, aber es wird im Deutschen immer geschrieben... LKT, ja. Also hätte ich jedes meiner Talkvideos einen Rechtschreibfehler drin, Englischfehler drin. Das würden wieder auch wieder einige nicht verstehen. Das wäre auch wieder ganz schlimm. Da wird bei einigen die Welt untergehen. Aber das passt, das gehört ja nicht zum Spiel. Wir sollen das Spiel reden. Ja, also ich kriege jetzt hier doch den Streifen halbwegs mit. Da hinten ist ein Stückchen stehen geblieben. Müssen wir gleich im Nachgang noch mitnehmen. Aber wieso ich jetzt irgendwie total den Monat falsch verpeilt habe, ist mir echt gerade ein Rätsel. Sorry dafür. Insgesamt möchte ich euch übrigens noch mal empfehlen, Fallout 4 zu schauen. Es ist so ein fantastisches Spiel. Es macht mir so unheimlich viel Spaß. Und es ist eigentlich niemals gibt es Besseres, als einem YouTuber zuzuschauen bei einem Spiel, das er wirklich liebt. Also richtig, wirklich liebt. Nicht falsch verstehen, jetzt kommen ja einige, liebt man wie ein Simulator, merkst du nicht? Nein! Sondern, damit will ich sagen, das ist meine absolute Lieblingsspielreihe. Ist es einfach. Es gibt da so viel zu tun, so viel zu sehen. Und das macht es für mich halt aus. Und ich werde das durchspielen mit euch gemeinsam, komplett. Und ihr werdet so viel, wenn ich allein an Folgenummer, ich glaube es war 48 oder so, die Folge heißt episches Dings bis zum Ende gucken und so. Wenn ich an solche Momente denke, wie wir sie da gemeinsam erlebt haben, das ist so Wahnsinn. Da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ah. Oh. Entschuldigung. So, 85%. Ich kriege übrigens die ganze Zeit hier das Zeug in die Fresse. Mal ein bisschen aufpassen hier. Ja, ihr merkt schon, der Garda hat gute Laune. Das hat er eigentlich immer. Ein bisschen macht meine Stimme wieder nicht mit, aber ich glaube, das merkt man gar nicht. Ich leg ja dann, wenn ich ein bisschen heiser bin, noch einen kleinen Extrafilter drüber, sodass ihr es fast nicht merkt. Und noch nicht so ein Bassding hier reingeschraubt, ne, was ja immer albern ist. So, ich hoffe, wir kriegen das ganze Feld da rein. Wenn dem so ist, dann haben wir auch das perfekte Setup für dieses Feld. Wir müssen nicht zweimal fahren. Was auch fein ist. Ich habe den Eindruck, dass die so ein bisschen an den Maschinen noch gearbeitet haben. Die sehen zwar immer noch aus wie Plastik, und kann man nicht mit den Maschinen in Cat & Drops vergleichen, aber
Na, irgendwie. So. 4% müssen wir jetzt noch reinkriegen. In den Hänger. Ansonsten müssen wir vielleicht ein bisschen größeren Hänger uns holen. Ah, komm. Hier rum. Das war aber schon, und ich glaube, das sieht dann höchst albern aus, wenn das dann auch noch einer, ein Hänger wird, der ja, noch weniger halt zu den Brecher. Aber wenn ihr mal guckt, der Hänger ist so riesig, das passt eigentlich gar nicht. Und wir müssen wirklich zweimal fahren. Oh, ist das ärgerlich. Im letzten Mal aber nicht komisch. Naja. Ach, ich glaube, ich weiß, was wir gemacht hatten. Wir hatten dieses Feld jetzt bei diesem Mal genommen, richtig? Und beim letzten Mal das andere. Und deswegen stand der Häcksler zwar noch da oben, aber wir haben da nichts gehäckselt. Deswegen bin ich so durcheinander, glaube ich. Wahrscheinlich habt ihr das ja schon in die Kommentare geschrieben, aber da erinnere ich euch gerne nochmal dran, dass ich da noch nicht gelesen haben kann. So, Wagen hoch. Also mit der Maisdilage sollten wir also locker dann wahrscheinlich hinkommen. Also mit der Menge meine ich. Trotzdem haben wir noch eine kleine Ladung. Ich weiß auch gar nicht, wie viel in das Silo reinpasst. Da müssen wir vielleicht auch noch gucken. Dass wir das Silo aufwerten müssen. Maisdilage 80.000. Heu weniger. Maisdilage 22. Oh. Also wir können definitiv mehr in mehr Tiere investieren. Und jetzt, wo wir wissen, wenn wir die nach dem ersten Jahr verkaufen und im Laden neue kaufen und mehr Geld verdienen, können wir auch jedes Jahr wieder neue Tiere kaufen. Da haben wir auch jedes Mal richtig gut Geld mitgemacht, ne? Also tendiere ich im Moment eher, wenn ich die Feldergrößen betrachte. Wir haben ja schon viel gemeinsam diskutiert jetzt, ne? Was machen wir als nächstes? Und ihr habt sehr viele haben vorgeschlagen, ja, größere Felder, aber wir kommen mit den Tieren noch nicht nach. Das heißt, ich muss erst den Stall ausbauen. Ich sehe das wirklich so. Tut mir leid. Das heißt also Reihenfolge Stall ausbauen bei den Kühen und dann gucken wir mal, was das kostet und dann sehen wir weiter, würde ich vorschlagen. Dann nehmen wir die Ecke noch mit, damit keiner schimpft. Und dann geht es jetzt gleich direkt ins nächste Jahr. Dann geht es weiter im Text hier. Lohnt sich auch immer wieder komplett die Folgen bis zum Ende zu schauen. Ich kann es mir immer wieder sagen. Coast Guard ist ja auch vorbei. Da kommt jetzt demnächst wieder The Journey Down. Da fehlt mir allerdings der Yankee zum Aufnehmen. Der Yankee ist erstmal 2 Wochen verdient im Urlaub. Unser Technikmann im Hintergrund, der so viel uns ermöglicht hat. Auch die neue Videoqualität. Übrigens, wenn ihr über Chrome schaut, könnt ihr meine Videos jetzt 41, 40, 60 FPS gucken. Was einiges hübscher aussieht, wie ich finde. Und neue Encodierbandbreiten freischaltet. Auch das ist auf Yankees Mist gewachsen. Auch da nochmal danke, Yankee. Bitte, Gaga. So. Dann haben wir das auch und dann können wir vorwärts simulieren. Dann suchen wir uns wieder ein ruhiges Plätzchen und dann gucken wir mal. Wir machen uns das ja hier gemütlich. Ich habe aber auch schon mal überlegt, jetzt mal so ein... Also zumindest das Getorkel-Video wird auf jeden Fall ein kurzweiligeres Ding. Ja, grandios. Dann soll der nochmal weiterkippen. Wir suchen uns eine schöne Bank hier auf unserem Hof. Wir schauen jetzt erstmal, wo wir uns dieses Mal hinsetzen. Ach, ist das herrlich. Die Enten quaken. Ja, euch geht's gut, ne? Nehmen wir mal die hier, so. Ah, so.
Dann gucken wir mal. Also, wir haben... wir kommen über den Winter. Das steht für mich mal absolut fest. So, um jetzt zum Beispiel den Kuhstall auszubauen, brauchen wir 75.000. Das nächste Update am Ziegenstall kostet 100.000. Also da werden wir nicht hinkommen jetzt, ne? Ist klar. Wir simulieren jetzt einfach mal bis zum Ende. Dann sind wir bei 33.000. Können wir auch kein Feld für kaufen. Das heißt, also wir gehen jetzt definitiv erstmal ins nächste Jahr. Warum mache ich immer die falsche Taste? Ich weiß das nicht. Und dann... Wir können ja auch den Ladewagen wieder verkaufen. Wir machen da nichts mit. Eigentlich. Fällt mir gerade mal so ein. So, die Bank verlangt Zinsen. Das ist natürlich ein lächerlicher Betrag. Und ich würde jetzt sagen, als erstes verkaufen wir die Tiere und kaufen uns neue. Wenn wir jetzt gucken, Tiere verkaufen, das können wir von hier machen. Neue kaufen machen wir da oben. Wir sind bei 32.000. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem Fahrzeug. Steigen aus, damit es nicht so laut ist. So, und jetzt können wir hier Verschiedenes. Nee, können wir nicht. Hier können wir das. So. Können wir jetzt alle Kühe. Schafe. Ziegen. Alles verkaufen. Jetzt haben wir natürlich das eine Pferd haben wir noch nachgekauft. Jetzt sind wir bei 53.000. Jetzt gehen wir wieder hier in das landwirtschaftliche Geschäft rein und kaufen erstmal alle Tiere wieder nach. Und dadurch erhöhen sich natürlich auch unsere Handelskills. So, und ihr seht. 40.000. Wir haben also Gewinn gemacht. So muss das sein. So muss das sein. Und das Spiel soll nicht abstürzen. Genau, deswegen werden wir jetzt mal zur Sicherheit einmal speichern. So. Genau. So. Dann geht's wieder zurück zum Hof. Denn jetzt müssen wir natürlich unsere ganzen Arbeiter einsetzen. Und das alles in der richtigen Reihenfolge und nicht, dass wir es übersehen. Deswegen suchen wir uns wieder ein flauschiges, lauschiges Plätzchen. Und das mit dem Güllefahren, da überlege ich auch gerade, ob wir das wirklich selber machen sollen. Weil das kommt mir schon fast wie Cheaten vor. Basis und zwei Aufwertungen. Die Pferde, die sind auch glücklich. Das mit dem Züchten übrigens scheint immer noch nicht so ganz... das ist aber auch nicht das, was ich machen will, ne? Also ich will aber wirklich Ankauf, Verkauf, schnelle Shots sozusagen und gut ist. So, wir gehen mal hier auf unsere Veranda, das ist doch auch schön. Hier so ein bisschen im Schatten, mir ist ja eh immer zu warm. So. Ah, sehr gut. Gut, jetzt schauen wir mal. Also, wir brauchen Felder. Wir werden jetzt alle Felder, ah, wir müssen alle Felder erstmal pflügen. Ach, der ist schon gepflügt. Ach, das ist jetzt das Grasfeld. Das wollen wir aber neu machen, deswegen machen wir das mal. So, dann müssen wir das hier pflügen. Natürlich ist es cooler, wenn wir das demnächst wieder selber machen, aber im Moment stecken wir alles Geld da rein, um das alles zu beschleunigen. Limit für Helfer erreicht. So, nächstes Feld. Pflügen. Dann bestellen. Und ich würde auch sagen, wenn wir größere Felder haben, dass wir dann echt hingehen können und das eine oder andere kleine Feld dann veräußern bzw. nicht mehr bewirtschaften. So.
Bestellen, bestellen, bestellen. So, und dann machen wir. Ja, was wir auf die Felder sehen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen.